Hallihallo und willkommen zurück zur nächsten Aufnahme von Let's Play Chaos auf Tiponia. Hier spricht wieder euer Darth Steffen und wünscht euch wieder viel Spaß. Und ja, jetzt sind wir auch erstmal wieder los hier. Es geht doch nichts über frische Seeluft. Der Geruch von Abenteuer, Freiheit. Der toxischen Chemikalien. Und? Tonis Mutter. Psst, du verscheuchst die Fische. Fauler Fisch. Na dran. Aber dieser Eingeborene bietet eine willkommene Gelegenheit, mein kosmopolitisches Geschick und meine polyglotten Skills anzuwenden. Ich, Rufus, wo ich finden Doc sein Labor? Redest du mit mir, du Affe? Für Leute wie dich haben wir Stadtpläne aufgestellt. Du meinst durchreisende Helden? Ich meine Leute, mit denen wir nicht sprechen wollen. Nur zur Information. Ich verfüge über einen hervorragenden Orientierungssinn. Deine dämlichen Stadtpläne brauche ich nicht. Und warum schaust du ihn trotzdem an? Tu ich nicht. Ich werfe ihm einen verächtlichen Blick zu. Docs Praxis ist im Industriegebiet. Aber wo ist die Spelunke? Egal, dann gehe ich wohl erstmal Doc besuchen. Ich kann mich auch später noch in der Stadt umgucken. Erst einmal muss ich Doc helfen, Goal wieder auf Vordermann zu bringen. Wäre ja noch schöner, wenn der alte Zausel den ganzen Ruhm alleine einheimst. Erst einmal muss ich Doc... Wäre ja noch... Ich kann mich auch... Erst einmal... Wäre ja... Erst einmal... Wäre ja... Oh, du warst halt erst gleich ein Mensch, Meier. Was haben wir denn hier alles? Erdbeerkiste, Ofen. Süß. So schön viel Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. Mhm. Geh mal da durch. Schau mal, wo ich da hinkomme. Also Kurbel, soll ich mitnehmen? Ja. Ausgerechnet weiß, der Spielverderber unter den Farben. Der nimmt da auch alles mit, oder? Wer braucht denn sowas? Man spürt doch, wenn Strom fließt. Einpacken, Rufus, alles einpacken. Lefferbite. Was ist das für ein Viehzeug? Was bist du denn für ein niedlicher Wauzi? Ich muss doch fair bitten. Mein Name ist Cleverbite. Ich bin eine autonome, kybernetisch hochentwickelte Serviceeinheit, programmiert auf komplexe Sicherheitsaufgaben. Cleverbite? Was für ein putziger Name für einen Robohund. Ich verbiete mir diese Erniedrigungen. Durch die neuronale Verknüpfung von Computerzeitkreisen mit organischem Hirngewebe bin ich in der Lage, über 3000 Leitkomma-Operationen in der Sekunde vorzunehmen. Kannst du auch Männchen machen? Das vielleicht nicht. Aber ich kann durch einen gezielten Biss dafür sorgen, dass du keine mehr machen kannst. Ganz schön großmäulig für einen Cyber-Dingstar-Wauzi. Aber wie sagt man doch so schön, Hunde, die bellen, beißen nicht. Hast du mich etwa bellen gehört? Ich weiß nicht. Ich höre immer nur Mimimi, Nerdgefase, Mimimi. Ich werde Doc empfehlen, dir einen Cyber-Maulkorb zu basteln. Dazu müsstest du wohl erstmal an mir vorbei, oder? Pff, ich lass mir doch von einem dummen Hund nicht den Weg versperren. Ich bin ja auch ein überlegener Kybernetischer. Mimimi, überlegen, Mimimi. Ich werde dir schon zeigen, wer hier überlegen ist. Platz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Intention verstehe. Das liegt daran, dass du nur ein dummer Hund bist. Vielleicht würde es helfen, wenn du in ganzen Sätzen sprichst. Mach Platz. Bravo. Wenn du dich noch ein bisschen mehr anstrengst, dann gelingt es dir eventuell sogar, einen ganzen Satz zu bilden. Ein Klacks. Hiermit fordere ich dich auf. Einen Platz zu machen. Brav hast du das gemacht. Aber ich verstehe immer noch nicht ganz, worauf du hinaus willst. Na, Platz. Platz halt.
Hier. Ich werd nicht mehr. Oh mein Gott, ey. Was bist du so blöd, oder stellst du dich so blöd an, ey? Das gibt's nicht. Okay, das nächste. Lass mich durch, ich muss zum Doc. Oh, das geht leider nicht. Wenn ich dich durchliefe, würde ich meine ganze Designation als Wachhund kompromittieren. Ich komprimiere dir auch gleich mal was. Ich glaube, du vergisst, wer hier die überlegene Spezies ist. Warum zeigst du es mir dann nicht einfach? Lässt du mich bitte herein? Das klingt zum Besser. Aber ich habe das vierte Wort nicht ganz verstanden. Bitte. Bitte sprechen Sie direkt in das Audio-Interface. Meinetwegen. Bitte. 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 Aufhören! Bitte aufhören! Meine Zeitkreise überladen noch. Wer ist ein artiger Roboterhund? Lass mich kurz darüber nachdenken. Eine Mutter vielleicht? Was? Ach du Mieser. Blöder Köter. Gibst du etwas von auf? Enttäuschend. So, hier gibt's nichts mehr. Na, gehen wir mal noch woanders hin. Schauen. Hier gibt's anscheinend erstmal nichts mehr zu holen. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Das gehört zu denen hier. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Ach, ich weiß, wie das Vieh heißt. Schnabeltier. Es ist ein Schnabeltier. Gehen wir mal da hoch und schauen wir mal, wo wir da rauskommen. Dahin. Ich kann mich auch später noch in der Stadt umgucken. Erst einmal muss ich Doc helfen, Goal wieder auf Vordermann zu bringen. Wäre ja noch schöner, wenn der alte Zausel den ganzen Ruhm alleine einheimst. Ach, da runter. Da war's doch. So, jetzt? Ich kann mich auch später erst einmal... Wäre ja Ich kann mich auch sperren, Marian. Ah, ich kann fast denken, was ich machen muss. Wir gehen nochmal zu diesem komischen Hund da. Und servieren den Hund das Stöckchen. So. Und da. Wir müssen gehen. Na, schau mal, was ich hier Feines habe. Und jetzt sei ein braves Hundchen und hol das Stöckchen. Was ist? Hol das Stöckchen. Oder bist du etwa zu blöd dafür? Ja, genau. Das wird sein. Hol das Stöckchen. Nein. Du holst jetzt das Stöckchen, aber pronto. Wenn du das Stöckchen so gerne hast, hol es doch selbst. Und wenn du schön brav bist, lass es dich dann vielleicht sogar durch. Dieser Blecheimer ist sogar zu blöd zum Apportieren. Halt, warte, warte, warte. Hol das Stöckchen. Blöd. Du musst das Stöckchen selbst tun. Na los, ich habe gerade ein Stöckchen geworfen und du bist ein Hund. Also, was tut ein Hund in einem solchen Fall? Ich warte darauf, dass du dich noch mehr zum Affen machst. Möb. Falsch. Du apportierst den Stock. Oder bist du dazu zu blöd? Warte, ich mache es dir vor.